Servus Busbastler. Arschkalt, aber es muss ja weitergehen. Das Problem ist nämlich, dass die Düse hier bzw. die Durchführung im Motor, die Düse vom Motor quasi nach außen anscheinend komplett durchgegammelt ist. Und da habe ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Gedanken gemacht, was ich da tun könnte. Ich habe schon versucht, irgendwie mit WD-40 einzuweichen, mit anderen Rostlösungen gängig zu machen. Schlussendlich hat mich alles genervt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, fragen wir doch einfach mal, wer so ein Ding vielleicht übrig hat. Und es hat sich jemand gefunden und deswegen habe ich jetzt relativ günstig einfach ein komplettes Ersatzteil. Und falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, einen Scheibenwischermotor auszubauen oder alles, was mit diesem Heckscheibenwischer zu tun hat, irgendwie mal austauschen zu wollen, dann könnt ihr euch dieses Video anschauen, denn das wird jetzt gemacht. Und zunächst müsst ihr natürlich wieder hier diese Verkleidung wegmachen. Wenn ihr eine verkleidete Hecktüre habt, dann könnt ihr das mit einem Plastikkeil einfach ausklipsen. Das geht relativ einfach. Bei mir ist die Heckklappe unverkleidet, dementsprechend brauche ich nur hier diese kleine Plastikabdeckung wegmachen und bin schon an meinem Heckscheibenwischermotor dran. Bevor ich aber den Motor selber ausbauen kann, muss ich erstmal den Wischerarm entfernen. Dazu erstmal diese Kappe hier nach vorne anheben und aushängen. Die ist bei mir auch schon kaputt, weil ich damit mal irgendwo in einer Waschstraße anscheinend kollidiert bin mit so einer Bürste. Also das Ding ist sowieso kaputt. So, nun haben wir hier eine Mutter und den Wischerarm. Naheliegend erstmal die Mutter entfernen. So, das müsste eine 13er sein. Jawohl. Also da echt ein bisschen Vorsicht walten lassen und mit Gefühl rangehen. Ich glaube, ich spule das erstmal noch ein bisschen ein. Lass mal das mal ein bisschen einwirken. Jetzt aber. So, jetzt ist der Arm eigentlich los, aber er bewegt sich trotzdem nicht. Festgerostet. Ich zeige euch mal kurz an dem Ersatzteil, wie das aussehen muss. Und zwar seht ihr hier, wir haben hier die Düse, dann ist hier das Gewinde und hier ist so ein Zahnkranz. Und auf diesen Zahnkranz ist der Wischerarm draufgesteckt. Damit wir da nicht rumreißen wie die Idioten und uns dabei noch irgendwie was kaputt machen, empfehle ich euch, euch einen Abzieher zu kaufen. So ein hier zum Beispiel, der ist jetzt speziell ausgeschildert gewesen für Scheibenwischerarme. Der hat hier nämlich so eine kleine Vertiefung, wo sich dann diese Düse direkt einpassen lässt. Kostet auch nicht die Welt, also das kann man schon mal machen und für andere Kleinigkeiten kann man das genauso brauchen. Also setzen wir das Ding an und ziehen den Arm runter.
Und bei mir ist das Ding jetzt so verrostet, dass selbst mit dem Abzieher nicht so wirklich was geht. Ein bisschen weiter rumkrampfen, ne? Also das Ding ist so festgegammelt und ging jetzt nicht anders, als das mit roher Gewalt zu entfernen. Ich hoffe mal, ich kriege das Ding hier trotzdem noch irgendwie weg. Ansonsten schneide ich es ab. Mir egal. Das Kabel dürfte bei euch nicht sein, das ist bei mir die Erdung für meine Rückfahrkamera. Schlauch und Kabel ausstecken. Um das Kabel auszustecken, den Stecker, da braucht ihr einfach nur einen dünnen Schraubenzieher. Dann könnt ihr hier quasi auf der Seite die Clips einfach nach außen biegen und dann geht das eigentlich ganz gut weg. So, und dann haben wir hier drei Schräubchen. M10. Und schon ist er draußen. Achso, was ich euch noch nicht gesagt hatte, war das eigentliche Problem, warum ich dieses Ding komplett austausche. Dadurch, dass dieser Kanal fürs Spritzwasser zugerostet ist und ich auch diese Düse nicht zerstörungsfrei habe entfernen können, hat es bei mir das Wasser sozusagen hier rausgedrückt am Anschluss, wo einfach nur dieser Schlauch dran steckt, und dementsprechend hat es mir immer schön hier hinten reingesaftet. Und auch deswegen habe ich das Ding rausgemacht. Und wenn ihr es ganz richtig machen wollt, dann zieht ihr den Motorschrauben mit 8 Newtonmeter an. Dann Stecker und Schlauch wieder verbinden. In meinem Fall die Masse von der Heckkamera noch wieder mit dran. Und dann können wir mal gucken, ob es funktioniert. So, dann den Wischerarm wieder dran. Und hier drauf achten, dass wir den so in etwa in derselben Position montieren, wie der Arm vorher auch dran war. Da ist ganz praktisch, wenn man die Scheiben vorher nicht geputzt hat, dann sieht man nämlich, wohin der Scheibenwischer ging in der Nullstellung. Aber übrigens, wenn ihr den Gummi hier in der Durchführung wechselt, dann hat er hier oben so eine Markierung. Die sollte auch komplett nach oben zeigen, mit einer maximalen Abweichung von 10 Grad. So steht es zumindest im Handbuch. Und das hier sollte natürlich auch alles schön flutschen und geschmeidig sein. Also der Heckscheibenwischer wird mit 12 Newtonmeter angezogen. Dann die Kappe wieder drauf. Die hat hier vorne so Nasen, die einfach erstmal hier einfädeln, einhängen. Natürlich sollte man auch noch einstellen, wo diese Düse hinspritzt. So. Mittlerweile passt's. Zum Einstellen habe ich hier so eine Nadel genommen. Damit kann man dann das relativ einfach justieren.
Jetzt mache ich die Abdeckung wieder drauf. Und natürlich in die Verkleidung wieder dran. Die hat hier oben so ein Schnipsi und hier unten zwei Klipse. Das heißt, man hängt diesen Schnipsi hier oben über die Welle und die beiden unteren werden einfach reingeklipst. Jo, das soll es also gewesen sein. Heckscheiben, Wischer, Motor ausbauen, einbauen, instand setzen. Wie man die Wischerblätter wechselt, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das verlinke ich euch auch gerne, aber es ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Wie auch diese gesamte Geschichte mit dem Heckwischermotor. Ihr müsst euch nur rantrauen. Viel kaputt machen kann man nicht. Wie gesagt, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Nach fest kommt ab und dann wird es wahrscheinlich richtig blöd. Und bevor ihr so wie ich macht und das Ding einfach runterreißt, weil ihr die Geduld verliert, fragt euch, habe ich ein Ersatzteil da? In meinem Fall war das gegeben, von dem her war es nicht ganz so schlimm. Und was ich auch immer mal wieder empfehlen kann, das wurde hier offensichtlich nicht gemacht, wenn ihr die Scheibenwischblätter wechselt, dann schaut euch einfach mal die ganze Mechanik auch ein bisschen an. Guckt mal, ob das noch alles einigermaßen gut aussieht. Sprüht ein bisschen Rostlöser drauf, versucht es vielleicht auch mal runter zu machen, immer mal wieder in Bewegung halten, hilft, dass das Zeug nicht ganz so fest pappt und dementsprechend habt ihr weniger Probleme, wenn ihr es wirklich mal austauschen wollt. So, ich hoffe, es hat euch was gebracht, es hat euch ein bisschen geholfen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Schreibt mir eure Kommentare, was ihr vielleicht anders gemacht hättet oder ob es euch was gebracht hat, ob ihr vielleicht ähnliche Probleme hattet oder noch habt. Und ansonsten über ein Abo würde ich mich freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach am nächsten Sonntag wieder. Bis dann!